Bitte, bitte, retten Sie meine Kleine. Was? Sie schicken einen Androiden? Okay, nein. Das, wir müssen jetzt das gehen. Können Sie doch nicht machen. Sie, warum schicken Sie keinen echten Menschen? Ist mir scheißegal. Meine Männer sind auf der Stelle einsatzbereit. Fuck. Nicht zu fassen. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Hat er kürzlich einen emotionalen Schock erlitten? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Ich bin
Ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte nicht! Los, los, los! Hi, Daniel! Wo? Mein Name ist Connor! Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Kommt, überlebt er das nicht? Alle Menschen sterben irgendwann. Was macht es schon, wenn der hier jetzt stirbt? Ich lege ihm einen Druckverband an. Fass ihn nicht an! Finger weg oder du stirbst! Okay. Bist du bewaffnet? Nein, ich habe keine Waffe. Du lügst! Natürlich hast du eine Waffe! Ich sage dir die Wahrheit, Daniel. Ich bin nicht bewaffnet. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein! Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug. Das man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Hör zu. Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein. Es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie. Weißt du? Doch.
Auch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Ich will das alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, passiert nichts. Ich will nicht sterben. Du wirst auch nicht sterben. Wir werden nur reden. Dir wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Okay. Ich vertraue dir. Du hast gelogen, Connor. Du hast gelogen.